Bei der Frage nach der Intelligenz von Katzen wird häufig sofort ein Vergleich mit Hunden angestellt. Und obwohl Hunde in aller Regel tatsächlich besser trainierbar sind als Katzen, ist dieser Umstand natürlich nicht der einzige mögliche Blickwinkel auf die Intelligenz. In diesem Video sehen wir uns deshalb drei extrem schlaue Dinge an, die nur Katzen tun. Lernen durch Trial and Error. Hunde und Katzen lernen sehr unterschiedlich und gehen vor allem das Lösen von Problemen auf zwei verschiedene Arten an. Während Hunde nämlich häufig dazu neigen, auf Hilfe von Herrchen oder Frauchen zu warten und sich so unter die Arme greifen zu lassen, wenn es nicht gleich klappt, arbeiten Katzen einer Studie zufolge effizienter in Sachen Trial and Error. Oder zu Deutsch, Katzen suchen so lange nach neuen Varianten und Lösungsmöglichkeiten, bis sie das zu bewältigende Problem tatsächlich lösen konnten. Diese Beharrlichkeit ist einer der Gründe, warum besonders findige Katzen mit der Zeit häufig lernen, an der Tür hochzuspringen und sich an der Klinke festzuhalten, um die Tür zu öffnen und entweder nach draußen oder zum Beispiel in den Raum zu gelangen, in dem es Zugang zu Futter gibt oder auch wo sich gerade der Mensch aufhält. Manipulation. Katzen sind die Königinnen und Könige der Manipulation. Während Hunde sowohl für ihr Herrchen als auch mit anderen Hunden winseln, bellen oder mit dem Schwanz wedeln, haben Katzen für ihre Menschen eine ganz eigene Sprache entwickelt, die sie fast ausnahmslos im Beisein ihrer Zweibeiner verwenden. Miauen, um Fressen zu bekommen oder rauszudürfen, schnurren, um weiter gestreichelt zu werden oder mit gehobenem Schwanz durch das Wohnzimmer rennen, weil wir es schön finden und sie eine positive Reaktion von uns erwarten. All diese Dinge tun Katzen tatsächlich sehr bewusst und nur für uns bzw. zu dem Zweck, dass sie wissen, dass sie uns damit manipulieren können. Also wenn das mal nicht intelligent ist, oder? Sie macht nicht, was du willst. Ist es nicht eigentlich mal einen genaueren Blick wert, dass Katzen eben nicht so gut trainierbar sind? Es klingt zwar seltsam, aber denk zumindest mal darüber nach. Katzen entscheiden sich bewusst, keine Aufgaben auszuführen, die für sie selbst sinnlos erscheinen. Wenn ein Hund bei Fuß geht oder Pfötchen gibt, bringt ihm das eigentlich erstmal herzlich wenig. Und auch wenn der Anfang des Trainings häufig mit Leckerlis gemacht wird, die Hunde führen die Aufgaben auch später weiter aus, was zum Teil am Spaß an der Sache, zum Teil an ihrem Wunsch zur sozialen Zugehörigkeit liegt. Bei Katzen ist vor allem der Wunsch zu gefallen, um dazuzugehören, nicht so ausgeprägt. Und deshalb sehen sie auch wenig Anlass, Aufgaben für dich zu erfüllen, die aus ihrer Perspektive sinnlos sind. Ist das nun weniger intelligent oder intelligenter als ein Hund? Das muss jeder für sich entscheiden, man könnte es aber durchaus als clever bezeichnen. So gerne Katzen- und Hundebesitzer auch behaupten, dass ihr Vierbeiner der intelligentere ist. Die Wahrheit ist, dass ein Vergleich kaum möglich ist. Das liegt schon alleine daran, dass Katzen von ihren charakterlichen Grundeigenschaften her noch wesentlich näher am Wildtier dran sind als Hunde. Der Grund dafür ist, dass Hunde primär auf Charaktereigenschaften und dabei vor allem auf ihre Anpassungsfähigkeit, Gehorsam und Lernfähigkeit hingezüchtet werden. An Katzen wurde sehr lange Zeit lang gar nichts verändert, weil sie die Aufgabe, die sie hatten, nämlich Mäuse zu jagen, schon perfekt beherrschten. Erst deutlich später wurde angefangen, auf optische Merkmale hinzuzüchten. Insbesondere Gehorsam stand bei der Züchtung von Katzen aber nie im Mittelpunkt. So oder so lässt sich festhalten, Katzen sind sehr intelligente Tiere. Jeder, der eine Mieze zu Hause hat, dem braucht man das vermutlich nicht zu erklären. Du kannst gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was deine Katze so für Flausen im Kopf hat. Öffnet sie vielleicht auch Türen oder Schränke oder manipuliert dich, was das Zeug hält? Das Thema Manipulation ist ja wirklich ein großes bei den lieben Miezen. Wenn du dazu noch mehr wissen und erfahren möchtest, was die kleinen Fellnasen zu den Meistermanipulatoren macht, empfehlen wir dir jetzt noch unser Video zu diesem Thema anzusehen, indem du links auf das Bild klickst. Oder willst du vielleicht wissen, welche die Top 5 der intelligentesten Katzenrassen sind? Zu diesem spannenden Thema kommst du mit einem Klick auf das Bild rechts.